Die Große Koalition hat ein Gesetz beschlossen, das alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland betrifft. Und zwar nachteilig. Denn es wird künftig gespeichert werden, Ihr gesamtes Telefonverhalten. Wenn Sie per Handy telefonieren, wenn Sie surfen, wenn Sie mailen, im Internet recherchieren, SMS schicken, alle Verbindungsdaten, Telefonnummern, IP-Adressen werden 6 Monate lang bei jedem Telekommunikationsdiensteanbieter gespeichert und auf Nachfragen der Polizei für Strafverfolgungszwecken überliefert, aber auch, und das ist besonders schlimm, Nachrichtendiensten zur Erfüllung ihrer Aufgaben zugänglich gemacht. Dieses Gesetz, diese Vorratsdatenspeicherung ist ein ganz massiver Eingriff und eine große Verletzung des Datenschutzrechts. Wir sagen auch dazu das informationelle Recht auf Selbstbestimmung, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt vor 25 Jahren genau so herausgearbeitet hat. Deshalb kann das Gesetz nicht so bestehen bleiben. Ich werde zusammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen gegen dieses Gesetz beim Bundesverfassungsgericht mit einer Verfassungsbeschwerde klagen. Und wir denken, dass wir große Aussicht auf Erfolg haben, dass diese anlasslose, verdachtlose Speicherung der Daten aller telefonierenden Menschen in Deutschland, ob sie 7 Jahre oder 95 Jahre alt sind, nicht Bestand hat. Das verletzt das Grundgesetz. Und deshalb wollen wir, dass das Bundesverfassungsgericht das überprüft und feststellen kann.